dürfte ich Ihnen eigentlich gar nicht verraten. Aber ich bin Privatdetektiv. Grüß Gott. Grüß euch. Sind Sie auf Sommerfrische hier? Ja, das sollte man glauben, aber ich muss jetzt gleich mit dem Traktor aufs Feld fahren. So ein hübsches Mädchen. Hoffentlich ist nicht die Biskone Mutter. Was ist denn mit Ihnen passiert? Was ist denn mit Ihnen passiert? Ich bin zum Traktor gefallen. Jetzt habe ich schon einen zweiten Verdächtigen. Muss ich gleich die Polizei anrufen. Ich hab doch gesagt bei der Post links. Wir haben's recht, Postfilialen gibt's ja gar keine mehr. Was machen Sie denn da? Was machen Sie da? Was machen Sie da? Sind Sie ein bisschen deppert? Und immer lag am Ballermann. Jeden Tag fett wie die russische Ehe. Und? Du, gewinn dir endlich an Don Pedro zu mir zum Song. Meine Sohn. Pedro. Buenos dias, señoritas. Sie. Und für Sie, ich würde gerne in die Nachtzeit in die Arena und töte einen Stier. Und Ihnen, ich würde gerne verbringen heiße Nächte auf meiner Hacienda in Andalusien. Mit dir würde ich jederzeit durchbrennen. Ja, warum auch nicht? Oh, Chacha, wenn ich dich sehe, geht die Sonne auf. Ole! Ole! Darf ich trade Ihnen ein? Ja, ja, kommen Sie nur! Good evening, meine Damen. Ich habe nämlich an Ihre Tochter eine kleine Frage zu machen. Wovon Sie beide werden sein, sehr überrascht. Miss Hewitt, wollen Sie werden meine Frau? Oh, das wäre nicht klug von Sie, Miss Hewitt, denn ich bin eine sehr gute Boxerin. Und ich würde dem anderen zerbrechen alle Knochen in seinem Leib. Und was würden Sie tun mit einem zerbrochenen Mann? Wenn Sie mir jetzt nicht sagen, Bully, ich will werden deine Frau, dann fahre ich zurück mit dem nächsten Dampfer nach Amerika und wir sehen sich nicht mehr wieder. Varieté? What? Miss Yvette war noch nie bei der Varieté! Hau, roter Bruder! Verrückte Idee von deinem Herrn Papa, dich extra nach Bad Ischl zu schicken, damit du dich mit einem anderen verlobst. Finden Sie nicht auch, Herr Doktor? Ja, natürlich. Das heißt, Fräulein Margot könnte ruhig noch so 5 bis 4 bis 3 bis 2 Jahre warten. Wenn die zwei Weiber nicht bald weg sind, platzen wir die Lilie auch noch rein. Was? Ihre Freundin aus Linz kommt? Wir wollen ein paar Tage nach Karlsbad fahren. Da holt sie mich hier ab. Allerdings. Wenn die ihrer Freunde Arme liefe. Nein. Nein. Ich brenne nicht durch. Aber ich reibe ihm seine Geliebte unter die Nase. Herr Krause, wenn Sie mit Ihrer Geliebten nach Kaltbach fahren würden, Ihr Zug geht um 9.12 Uhr. Herr Krause, den Auftrag müssen wir kriegen. Himmeldonnerwetter, den müssen wir unbedingt kriegen. Hurra, hurra, der Wichser ist da! Felix Wachenstiel! Um Gottes Willen, Herr Krause! Finger von der Butter!
ich ja Hals und Genick um. Ah, riesiger Gott, Herr Hof steht der. Ja, sehr schön. So, heute Stunde mit Herrn Hofstetter, ja? Heute, wir wollen wiederholen die Brust schwimmen, ja? Ich werde Ihnen zeigen vor und Sie können dann gleich machen mit, ja? Und eins, zwei, eins, zwei. Doch denen sind versteinte Herzen. Sie haben kein Mitleid mit anderer Schmerzen. Ihr Seel ist tiefst im Bauch versunken. In Suff und Fraß Elend ertrunken. Ach Frau, erbarmt euch meiner Not und gönnt mir ein klein Stückchen Brot. Ich bitte euch, hört doch auf mein Klagen und tut bitt mir nicht versagen, was ihr dem geringsten meiner Brüder tan, das habt ihr alles für mich getan. Ich bin der Tod. Hilf Gott, der Tod, lass mich stehen. Freut dich das Leben? Es war trotz allem schön. Herr Jesus Christ, mög mir verzeihen, mir armen Sünder gnädig sein. Ich bin erfüllt von großer Dankbarkeit, Ihre Bekannte satt zu machen. Oh, Entschuldigung. Gefällt Ihnen der Platz nicht? Oh, Sissi, ich liebe diesen Platz. Vielleicht mochten Sie sitzen auf diesem Platz? Jesus, erst muss sitzen, Olivia. Ah, stupido. Wir noch immer lieben Spanier, aber war es Zeit zu sagen Adios. Ist er bei mir genauso, nur viel schlimmer. Meine Consuela ist er gewesen. Entschuldigung. Meine Consuela ist er gewesen. Untreu. So zart, so spanisch, so eine Frau man findet nur in Barcelona. Ich sag kein Problem. In 10 Minuten, wir können essen Paella mit Huhn, oben in meine Wohnung. Franz Ferdinand in Sarajevo erschossen. Thronfolger Opfer eines politischen Anschlags. Extrablatt, Extrablatt. Reiersdorf trauert um seine jungen Helden. Bereits tausende Soldaten auf dem Feld der Ehre fürs Vaterland gefallen. Also bitte noch einmal von vorne und wirklich darauf hören, ja? Am Brunnen vor dem Tore. Schau dir mal den Himmel an.
Hallo, mein Goldschatz, da bin ich. Jörg! Aber natürlich, Tante. Ich werde mich doch nicht zwischen euch drängen. Percy? Natürlich bringen Sie die langstieligen Gläser, Percy. Haben Sie denn keine Uniform? Natürlich hat er eine. Sie liegt ständig in einer Schachtel im Kofferraum. Das ist meine Schwiegermutter! Aber Leo, was hast du denn? Wo willst du denn hin? Ich muss mir schnell das Zimmer für meine Mutter richten. Das ist ja auch nicht meine Meinung. Ja, war es. Wer war es? Aber ich bitte Sie, gnädige Frau, ich bin Percy, der Butler. It's a human song. Weil du das Leben auf der anderen Seite schöner und besser glaubtest. Nun ist's vorbei, deine Lebenszeit. Bist am himmlischen Weg in die Unendlichkeit. Du bist es. Du bist der Tod. Nimm mich mit, bitte. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Bitte! Kriege werden nicht mehr erklärt, sie finden statt. Und schweigt und weiß doch alles. Der Herr der Welt, der Tod. Auch heute ist die Vergänglichkeit allgegenwärtig. Doch jeder Einzelne hat seine Spuren hinterlassen.